In diesem Video geht es darum, eine ganz rationale Funktion aufzustellen, und zwar mit Hilfe der Angaben, die hier im Text gegeben sind. Dies sei erstmal eine ganz einfache Funktion, die aufgestellt werden soll, um erstmal das Prinzip zu zeigen, wie man vorgeht. Zunächst geht es erstmal darum herauszufinden, was für eine ganz rationale Funktion aufgestellt werden soll. Das sieht man meistens im Text. Hier ist also einfach eine Parabel gesucht. Dann stellt man erstmal die allgemeine Funktion auf. Bei einer Parabel habe ich also hier den zweiten Grad. Und da ich noch nicht weiß, weil das sind ja gerade die Werte, die ich bestimmen will, hier die Zahlwerte vor den Xen, beziehungsweise hier den absoluten Term. Die drei Werte sind durch die Angaben im Text zu bestimmen, sodass ich dann eine endgültige, ganz rationale Funktion habe. Und da ich hier drei Unbekannte habe, a, b und c, bedeutet das, dass ich auch drei Gleichungen aufstellen muss. Und diese drei Gleichungen muss ich jetzt aus den Textangaben rauslesen. Häufig, wenn man ganz rationale Funktionen höheren Grades als 2 hat, dann sind im Text verschlüsselt noch irgendwelche Symmetrieangaben gegeben, woraus sich dann die Funktionsgleichung etwas vereinfacht, wo man sagen kann, dass wenn sie achsensymmetrisch zur y-Achse ist, dann darf sie nur gerade Exponenten haben. Dann dürfte also hier jetzt zum Beispiel dieser Term nicht vorkommen, wohl aber der absolute Term. Und bei Punktsymmetrie zum Ursprung dürfte man nur ungerade Exponenten haben, also nur x hoch 3, x, und dann dürfte hier kein absoluter Term vorkommen. Das ist wichtig zu beachten am Anfang, wenn man die Funktion aufstellt. Aber hier haben wir eh nur eine einfache Funktion, deswegen sind im Text auch keine Symmetrieangaben gegeben. So, wenn man die Funktion hat und sich überlegt hat, wie viel Gleichung man braucht, muss man diese nun aus dem Text herauslesen, und das macht man Stück für Stück. Also eine Parabel hat im Punkt A 5, 0 eine Tangentensteigung. Aus diesem Teil hier kann ich zwei Gleichungen rauslesen, denn A weiß ich, die Parabel geht durch den Punkt 5, 0 und in dem Punkt hat sie eine Steigung. Um die Steigung kümmere ich mich gleich. Erstmal stelle ich die Gleichung dafür aus, dass sie durch diesen Punkt geht. Das heißt, ich weiß, der Funktionswert an der Stelle 5 ist gleich 0. Und das setze ich entsprechend an. Also der Funktionswert sei 0. Und jetzt setze ich für x hier an den beiden Stellen jeweils die 5 ein. Also a mal 5 Quadrat plus b mal 5 plus b mal 5. Plus c. Das sortiere ich noch etwas um, sodass die Gleichung ein bisschen hübscher aussieht. So, ich habe einfach die Zahlen hier nach vorne gezogen, sodass man sieht, a, b und c, das sind die Unbekannten, nach denen ich nachher auflösen möchte. Und dann habe ich hiermit meine erste Gleichung aufgestellt. Jetzt folgt gleich die zweite und dafür brauche ich jetzt diese Tangentensteigung. Wenn eine Tangentensteigung gefragt ist, dann weiß ich immer sofort, ich muss die Ableitung bilden. Also f' ist gefragt. Und zwar die Tangentensteigung an der Stelle 5. Also f', die Tangentensteigung an der Stelle 5 soll gleich minus 2 sein. Das wäre der mathematische Ausdruck für diesen Text hier. Das heißt, ich muss erstmal die allgemeine Ableitung bilden, damit ich mich nicht verrechne. Ich würde das nicht gleich einsetzen, sondern bilde erstmal zu dieser allgemeinen Funktion hier jetzt auch die Ableitung. Das wären dann also 2ax plus b. So, und jetzt kann ich einsetzen, an der Stelle 5 soll der Funktionswert dieser Ableitungsfunktion minus 2 sein. Das heißt, minus 2 auf diese Seite, f' soll minus 2 sein, ist gleich, und für x setze ich jetzt wieder 5 ein, also 2 mal a mal 5. Plus b. Das kann ich natürlich auch wieder schöner schreiben. Und so habe ich meine zweite Gleichung bekommen. Fehlt noch die dritte. Und die kann ich hier auch aus dem Text rauslesen. Und zwar geht die gesuchte Parabel auch durch den Punkt minus 1, 3. Und das heißt wieder, wenn ich das in einen mathematischen Ansatz umsetze, dann bedeutet das an der Stelle minus 1.
hat sie den Funktionswert 3. Das heißt, der Funktionswert 3, und jetzt setze ich für x jeweils die minus 1 ein, dann habe ich a mal minus 1 zum Quadrat und plus b mal minus 1 plus c. Und auch das kann ich wieder schöner hinschreiben. Minus 1 zum Quadrat macht plus 1, dann habe ich hier 1 mal a und das ist dann gleich a minus b plus c. So, jetzt habe ich meine drei Gleichungen für die drei Unbekannten. Und jetzt kann ich das entweder nach dem Standardeinsetzungsverfahren umformen oder Gleichsetzungsverfahren. Oder ich schaue ein bisschen scharf hin. Ich habe mir hier eine Gleichung mit nur zwei Unbekannten. Das heißt, ich kann sie sehr schön nach einer Unbekannten auflösen und die dann in die beiden anderen Gleichungen hier einsetzen. Das mache ich mal nach b hier, weil das sehr einfach ist. Das heißt, b ist gleich minus 2 und die 10a auf die andere Seite gebracht, minus 10a. Das ist also meine zweite Gleichung einmal nach b umgeformt. Und die setze ich jetzt einmal in die erste ein und einmal in die dritte. So, wichtig, immer die Nummer hier mitschleppen, damit man weiß, an welcher Gleichung man gerade arbeitet, damit man das hinterher auch noch nachvollziehen kann. Ich würde auch diese Zwischenschritte hier ruhig immer mit aufschreiben, auch diesen Schritt hier nochmal die Ableitung zu bilden zwischendurch, weil man sich bei diesen Rechnungen allgemein sehr schnell mal mit Vorzeichen oder etwas Ähnlichem vertut und deswegen ist es wichtig, die kleinen Zwischenschritte mit aufzuschreiben. Außerdem kann man es dann besser nachvollziehen. So, ich setze also jetzt die zweite Gleichung in 1 ein und erhalte dann, also auf diese Gleichung schaue ich gerade, 0 ist gleich 25a und für b setze ich das jetzt ein, also 5 mal minus 2 minus 10a für b eingesetzt, plus 10 natürlich. Und wenn ich die zweite Gleichung in die dritte einsetze, ich gucke jetzt auf diese Gleichung hier unten, dann erhalte ich 3 ist gleich a minus, und für b setze ich jetzt wieder das ein, Klammer nicht vergessen. Wichtig, ich nehme dieses Minus hier vorne und setze jetzt für b ganz stumpf das hier ein, und das sollte aber immer in Klammern stehen, damit man hinterher mit den Vorzeichen nicht durcheinander kommt. Und dann natürlich noch plus c. So, das Ganze schreibe ich jetzt auch wieder ein bisschen schöner hin. Also, ich nehme mir zunächst wieder diese erste Gleichung vor, die jetzt nur neu umgeformt ist. Dann habe ich 0 ist gleich 25a plus 5 mal minus 2 macht minus 10, habe ich plus zu früh geschrieben, minus 10 und 5 mal minus 10a macht minus 50a plus c. Auch das kann ich schöner zusammenfassen, denn diese beiden Teilterme hier haben hinten die gleiche Variable, das heißt, ich kann die zusammenfassen. Und jetzt mache ich doch zwei Schritte auf einmal. Die minus 10 bringe ich gleich auf die andere Seite, weil auf dieser Seite möchte ich nur noch Teilterme mit Variablen haben und auf dieser Seite die Zahlen. Das heißt, ich habe 10 ist gleich 25a minus 50a macht minus 25a plus c. Man lässt hier eine kleine Lücke frei, weil hier ja eigentlich noch das b kommt. Das sieht hinterher besser in der Schreibweise aus, muss aber nicht sein. So, das heißt, das hier ist meine neue Gleichung 1. Und jetzt kommt aus der dritten Gleichung, also jetzt gucke ich auf diese hier, die neue Gleichung 3. 3 ist gleich a minus minus 2 macht plus 2, minus minus 10a macht plus 10a plus c. Auch hier kann ich wieder schön zusammenfassen und die plus 2 bringe ich gleich auf die andere Seite. 3 minus 2 macht 1, ist gleich a plus 10a macht 11a plus c. Das ist also meine neue dritte Gleichung. So, jetzt habe ich zwei Gleichungen hier mit zwei Unbekannten. Und die kann ich auch wieder sehr schön durch verschiedene Verfahren ausrechnen. Ich kann jetzt hier das Gleichsetzungsverfahren anwenden, das Einsetzungsverfahren, wenn ich eine Gleichung nach C umforme. Ich
Ich könnte jetzt die hier nach c umformen und dann den Rest hier unten einsetzen oder umgekehrt. Oder ich sage einfach, ich subtrahiere diese beiden Gleichungen, also 1 minus 3. Und erhalte dann folgende Gleichung, 10 minus 1 macht 9. Minus 25a minus 11a macht minus 36a. Und plus c minus c, da fällt das c raus, deswegen ja gerade hier die Aktion mit dem Minus. So, jetzt habe ich eine Gleichung mit einer Unbekannten, das kann ich wunderbar auflösen, indem ich durch minus 36 teile und erhalte dann a gleich 9 minus 9 36, gekürzt macht ein Viertel. Das heißt, ich habe meinen ersten Parameter ausgerechnet. So, jetzt gehe ich mal wieder ein bisschen hoch und gucke. A kann ich jetzt hier geschickt einsetzen, das mache ich mal in einer anderen Farbe. Wenn ich hier A minus 1 Viertel einsetze, dann kann ich darüber B ausrechnen. Das heißt, ich erhalte minus 10 mal minus 1 Viertel macht plus 10 Viertel. Minus 2 als Bruch in Vierteln aufgeschrieben macht minus 8 Viertel plus 10 Viertel macht 2 Viertel und gekürzt ist das 1/2. So, das heißt, ich habe B auch schon ausgerechnet. Fehlt mir nur noch C, da kann ich jetzt A in eine der beiden Gleichungen einsetzen. Ich nehme mal hier die untere, sieht ein bisschen einfacher aus. Dann erhalte ich also die 11a bringe ich auf die andere Seite, dann erhalte ich c ist gleich 1 minus 11a. So, setze für a minus 1 Viertel ein, dann erhalte ich also 1 minus oder minus 11 mal minus 1 Viertel macht plus 11 Viertel. 1 kann ich auch in Viertel umformen, das macht 4 Viertel plus 11 Viertel macht dann gleich 15 Viertel. So, das heißt, ich habe a, b und c bestimmt und meine Funktionsgleichung lautet dann, das ist die Funktionsgleichung, die ich mit Hilfe des Textes bestimmt habe. Für a habe ich minus 1 Viertel eingesetzt, für b 1/2 und für c 15 Viertel und ich bin fertig. Wie gesagt, das kann man auch mit höhergradigen, ganz rationalen Funktionen machen. Damit dann nicht die Gleichungssysteme zu groß werden, ist es häufig so angegeben, dass dann zum Beispiel steht eine Funktion dritten Grades, die punktsymmetrisch zum Ursprung ist. Und dann weiß ich, dass meine Funktion, wenn es sagt Punktsymmetrie zum Ursprung, dann weiß ich, es darf kein absoluter Term drin vorkommen und kein gerader Exponent. Also habe ich ax hoch 3. Das x-Quadrat muss ich weglassen, sonst wäre die Punktsymmetrie nicht gegeben, plus bx. Fertig, weil c darf auch nicht sein, darf kein absoluter Term sein. Also das wäre hier, wenn sie punktsymmetrisch zum Ursprung wäre, dann wäre die allgemeine Funktionsgleichung sehr so aus. Und wenn ich eine Funktion vierten Grades habe und sage, die ist achsensymmetrisch zur y-Achse, dann bedeutet das, ich habe eine Funktion vierten Grades, das ist mein höchster Exponent, dürfen aber nur gerade Exponenten vorkommen, das heißt x hoch 3 fällt raus, plus bx², x fällt auch raus und hier muss der absolute Term auftauchen, das heißt, das wäre meine Funktionsgleichung. Gut, ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen, sonst gerne nochmal nachfragen.